bin das nicht gewohnt, keinen Mount zu haben. Immer wenn ich mit dem Account eine Weile gespielt habe, laufe ich durch Guild Wars 2 mit meinem Main-Account und denke mir, warum bin ich so langsam? Ich bin so langsam. Was ist so... Ah, ich habe ja einen Mount. Hier findet ihr alles, was ihr braucht. Hier findet ihr alles, was ihr braucht. Das ist dein Ernst? Ein gelber Lederbeutel ist alles, was ich brauche? Are you for real? Okay, anscheinend brauche ich nicht mehr. Dann nehme ich einen gelben Lederbeutel. Dann gehe ich und klatsche den Endgegner mit dem gelben Lederbeutel. Wird gut sein. Das will ich sehen. Stehst du bei so einem Bossfight und so, ich habe einen gelben Lederbeutel. Na, und dann kommen andere Spieler, die hier den roten und den grünen gekauft haben. Und klatsch, 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 klatsch. Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen sexuell. Da sollten wir nicht drüber reden. Das ist vielleicht ein bisschen seltsam. Trefjörn, der gelbe Lederbeutel Part 2. Mann, Leute, das ist doch zu unanständig. So, ich hoffe, das Spiel ist jetzt hier laut genug. Ihr habt hier nichts verloren. Jetzt muss ich euch leider wehtun. Der um mich rumgelaufen ist. Geh mal weg, mal. Ich habe jetzt aber keine Lust, mit dir hier zu spielen. Ja. Ihr siegt. Boah, cool. Boah, die will ich behalten. Lederkleidung für Stoffis. Ich bleib einfach in der Instanz. Ich kann meine Rotation nicht machen. Ich habe kein Erdelement. Macht mich traurig. Ja, Frischfleisch. Na, dann kommt rein. Wir werden euch so abhärten, dass noch nicht einmal Hauptmann Zachary Hackfleisch aus euch machen könnte. Oh, abhärten. ja, sehr gut. Danke, ich bin garantiert ein Bandit. Willkommen auf dem Grill, Frischfleisch. Switch, mein Name. Ich heiße Schatten. Bin heute erst rausgekommen. Begnadigt worden, was? Ich auch. Ein Hoch aufs Ministerium. Wer hätte gedacht, dass die so viel Verständnis aufbringen. Wir bereiten uns diesmal auf was Großes vor. Macht euch nützlich und fragt drum, wem ihr helfen könnt. Auf der einen Seite mag ich diese Cutscenes, das Oldschool Guild Wars 2, die gibt's ja nicht mehr. Jedenfalls nicht mit den Add-ons und so weiter und so fort. Da gibt es diese Cutscenes ja nicht mehr. Auf der anderen Seite ist es halt immer so ein bisschen, ich stehe da und gucke ernst. Aber man kann sie skippen, was ja auch schön ist. Der Typ heißt Switch. Hi, Switch. Ja? Ich habe alles verstanden, mein Freund. Okay, alles klar, danke. Oma, die Veloki hat Schneeflocken Yuki eine Subscription geschenkt. Dankeschön euch beiden. Dass ihr so treue Zuschauer seid. Holt euch Informationen von Della Luxauge, Großstadt Johnny und Blaze. Der Großstadt Johnny. Ich glaube, dabei denke ich an was anderes. So, was gibt's denn hier? Da sind so Typen. Da ist Della Luxauge. Hi, was geht? Na, was los? Ihr meint, also ihr werdet zäh genug, um euch anzuschließen. Wie? Beweist es. Okay. Ja, da habe ich ausgewichen. Geh in den Feuerkreis. Du sollst in den Feuerkreis gehen, habe ich dir gesagt. Mädel ist nicht. Bitchpeitsche. Bitch. Ich mag meine Frost-Bitchpeitsche. Es hat mich schon lange niemand mehr herausgefordert. Oh. Ihr habt etwas, Kindchen. Hey, ich habe einen Bart, okay? Oh, ist ja nur eine Maske, schade. Etwas, das ihr brauchen könnt, macht euch bereit. Ihr kommt beim Brandanschlag mit. Er geht bald über die Bühne. Der Brandanschlag? Was ist das? Ihr müsst nichts weiter wissen, als dass es ein Riesenspektakel wird. Willkommen auf der Feier. Danke, bis später. Okay, es gibt einen Brandanschlag. Ah, das ist ja Blaze. Hi, Blaze. Na, Blaze, heißt du so, weil du einen Blazer trägst? Nee, eigentlich ja nicht so. Was mit deinem Auge? Hat da jemand drauf gekackt? Was los, Blaze? Ich steh nicht nur rum, hilf mir lieber. Ich kann meine Lunten nicht finden. Wenn du deine Lunten nicht finden kannst, dann... Sollte dir da vielleicht jemand anders bei helfen, nicht ich? Das Pulver habe ich, aber ohne Lunte kann ich nichts in die Luft jagen. Ah. Beginnt man im hinteren Teil der Höhle, beeilt euch. Ich soll seine Lunte im hinteren Teil der Höhle finden. Okay, alles klar. Die Sprache habe ich verstanden. Guck mal, Würmer! Beeilt euch, Blaze wartet auf die Lunden. Ja, könnt offenbar ihr das nicht machen? Versuchen die Lindwürmer, sie auszubrüten. Seid ihr da sicher? Naja, das war ich jedenfalls. Moment, die Lindwürmer brüten die Lunden? Ah, oh, mein Kopf tut weh. Ja. Oh, das war's ja schon. Dann nehme ich mal eine Lunte.
Das ist schön, da freue ich mich ja. Ich hätte irgendwie erwartet, dass Großteil Johnny was mit Lunden macht, aber dann halt nicht. Hi Blaze, guck mal Blaze, ich habe deine Lunte gefunden. Steht ja nicht herum. Hier habt ihr die Lunte. Genau, richtig, gute Arbeit. Jetzt kann ich so richtig mit dem Kochen anfangen. Was? Lundenauflauf? Ich bin Feuer und Flamme, ein Doppelauftrag in der Stadt. Wir fackeln ein paar Gebäude ab und die Seraphen verbrennen gleich mit. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin Feuer und Flamme. Der witzige Blaze. Ja, hübsches Feuer, schön. Ja, grelles Licht, jede Menge Lärm, schwellende Ruinen. Ich kann es kaum abwarten. Schwellende Ruinen. Das sind die Aufträge, die dem Sinn, dem Leben Sinn verleihen. Wisst ihr, Sinn und Zweck? Ja, genau. Wir sehen uns dort. Ja, viel Spaß. Schönes Kleid. Ach, das ist ja auch der Großstadt Johnny. Johnny, extra männlich. Großstadt Johnny, extra männlich. Sieht mehr aus wie Prince, aber kann man auch als Mensch, das ist doch ja schon. Ich habe es noch nie gesehen. Wer seid ihr? Ich bin Schatten. Ich meine, ich habe einen Schatten. Ich meine, ich komme aus der Portage-Freistadt. Ich bin gerade erst in die Stadt gezogen. Schwelende, nicht schwellende. Wo bist du nur mit deinen Gedanken? Ich weiß doch nicht, die haben angefangen. Ihr habt nichts gemacht. Kann doch nichts dafür. Ihr lügt. Ich glaube, ihr seid eine Seraphenspionin. Überzeugt mich vom Gegenteil und ihr seid tot. Nennt mich noch einmal eine Lügnerin und ich nagle eure Zunge an einen Baum. Ach komm schon, für eine Seraphen sehe ich zu gut aus. Ha, ist doch klar, dass der feine Hauptmann Thackeray niemanden aufnimmt, der besser aussieht als er. Mit euch zusammenzuarbeiten wird mir gefallen. Ich hoffe, ihr seid in meinem Team. In deinem Team, Bitch? Oh mein Gott, sowas von, ja. Alles klar, ihr seid neu hier. Wir bereiten uns auf den großen Brandanschlag auf zwei Ziele vor. Ted Rübennase. Sein Name, ey, komm immer noch nicht drauf klar. Will, dass die beiden Feuer gleichzeitig gelegt werden, also teilen wir uns in Teams auf. Ja, und was für Teams? Ein Waisenhaus. Das ist so. Wir sind Verbrecher, wir zünden ein Waisenhaus an. Ey, what? Sein Militärhospital, ja, das verstehe ich noch. Ein Waisenhaus? Das ist Teds bester Plan bisher. Ich hoffe, ich krieg das Waisenhaus. Das macht mehr Spaß. Digga, was ist dein Problem? Spaß ist gut, Bares ist mir lieber. Ted hat eine Abmachung im Ministerium. Wir lassen die Seraphen dumm aussehen, so als könnten sie niemanden beschützen. Und wenn der Rat die Kontrolle übernimmt, lässt er uns tun, was wir wollen. Okay, das ist voll böse. Jetzt müssen wir mit Hauptmann Zachary sprechen. Zachary meinte ich natürlich. Manches Spiel verwirrt mich immer wieder. Dann gehen wir mal hier raus. Ich gehe jetzt hier raus, weil ich will nochmal Switch Hallo sagen. Hi Switch. Na, deine Haare könntest du mal switchen. Tschüss. Nein, die Kinder, die armen Waisenkinder, ist so. Die armen Waisenkinder. Kann ich das hier aufdecken jetzt? Ist das aufzudecken? Ja, nein, vielleicht. Ist das, kann ich, muss ich da irgendwie... Ach, ist auch egal, ich gehe jetzt raus. Ich muss jetzt mit Hauptmann Zachary sprechen. Eine Ratte! Ich habe der Stadt einen guten Dienst erwiesen. Blitzreiten. Okay, wo ist der? Da irgendwo in der... Oh Gott, gut, dass man porten kann. Das sind Militärwaisen! Ach so, das macht jetzt viel mehr Sinn. Dann würde ich sie natürlich als Bandit auch umbringen. Ui! Endlich ins Schloss! Cool! In die Höhle des Löwen? Fragezeichen. Natürlich. Oh, hi, Logan. Oh, ich will natürlich auch langsam gehen. Da ist ja unser neues Geheimermittlungstalent. Hallo. Schauen wir mal, ob die Heldin von Shamewell etwas Licht in die Sache bringen kann. Naja, jetzt muss ich da lang. Oh, das ist eine schwierige Choreografie. Hi, na was geht? Wie kann ich helfen? Ich wollte nicht mit dir reden. Ich wollte mit dem Mann da sprechen. Ist okay. Oh, hi Anise. Ich bin froh, dass ihr sicher da herausgekommen seid. Habt ihr etwas herausgefunden? Ted will das Vorhut-Hospital... Was? Achso, Vorhut-Hospital und das Waisenhaus vom Herz der Königin niederbrennen. Dieser Abschaum! Zwei Ziele werden uns über alle Maßen beanspruchen. Wir müssen uns aufteilen, um beide Orte abzudecken. Ich werde die Verteidigung für den einen übernehmen. Leutnant Francis wird den anderen decken. Decken? Was ist denn heute los? Dieses Spiel ist ja so versaut. Das hat nichts mit mir zu tun. Welches wollt ihr denn?
Will ich jetzt Leutnant Francis oder will ich Logan Zachary? Das kann ich mir nicht entscheiden. Ist das Francis? Nee, ist Leutnant Groban. Kann ich Leutnant Groban haben? Der sieht cool aus. Der sieht aus, als würde er die Banditen schon mit seinem Gesicht abschrecken. Waisenkinder können weglaufen, Leute in einem Hospital nicht. Also sage ich, die Kinder, die gehen einfach rennen. Okay? Und im Hospital tun alle brennen, deswegen kümmere ich mich drum, Wassereinstimmung läuft. Moment, als Elementarmagier habe ich noch nie Feuer löschen können. Ja, hi. Dann kommt mit mir. Gute Arbeit übrigens. Wenn ihr eine Seraphin wärt, würde ich euch befördern. Danke. Gib mir Geld. Ah, ich krieg Geld. Toll. Ted denkt, ein Silber? Dann zwei Orten ein Silber? Sein. Aber genau dafür haben die Götter die Teamarbeit. Davon kann erfunden. Ich dreimal porten. Was ist das? Eine Essenz des Glücks. Na, da bin ich aber glücklich, dass ich sowas bekomme. Jetzt muss ich auch noch Klamotten aussuchen. Leinenkluft. Ach du Schrecken. Ja gut, die Brüste sehen nicht schlecht aus da drin. Trage ich den Sack oder den Sack? Ach, dann nehme ich doch lieber das, was mir Kraft Plus gibt. Dankeschön. Kraft Plus kann man immer gebrauchen, benutzen, alles benutzen und weg damit. Ach Mensch, das sind ja ganz tolle Sachen. Dann nehmen wir dann auch mal die Kluft hier. Weg, weg. Hatte ich da jetzt schon einen von... Ja, da habe ich auch einen besseren. Weg. Kann ich alles nicht tragen. Weg, weg. Und ist kacke, kommt auch weg. Sehr schön. Komm, wir tragen mal wieder einen Stab, auch wenn Doppeldolch noch so viel Spaß macht. Damit ich einfach auch mal die anderen Sachen benutzen kann. Eine Wettpö. Wer hat hier gefurzt? Ich weiß nicht. Oh, ich sollte schnell rennen, wenn ich sowas sage. Dann ist das vielleicht nicht ganz so komisch. Ja, zurück nach Götterfüls. So, gucken wir mal wieder auf den Chat. Ja, ich war hochqualifiziert als Zentaurentöterin. Ich war zwar nur zufällig am falschen Ort zur falschen Zeit, aber das qualifiziert mich natürlich für die Krone zu arbeiten, weil... Duh. Ich habe den Zentauren den Arsch aufgerissen. Leute, war wirklich... Also, ist wirklich... Was ist hier wieder los? Sei zufrieden mit dem, was du bekommst, Weib. Du durfst es eben schon in der Lunte anfassen. Ist das nicht genug? Ja, aber nicht von Großstadt, Johnny. Das macht mich traurig. Gut, dafür hat er mich hübscher genannt als Logan Zack. Alter, die Klamotten in Kombination, das ist ja... Oh. Girl... My eyes. It's hurting. It's hurting me so much. Ja, Guild Wars 2 wird ja auch Fashion Wars genannt. Ihr könnt euch noch erinnern, als wir das erste Mal, was war das, Kreitas Next Topmodel oder sowas gemacht haben, ganz am Anfang beim Game. Also wenn ihr Tyrias Next Topmodel sehen wollt, da gibt es ja auch diverse Kollegen, die ich regelmäßig hoste. Zwinker, zwinker. Guckt doch mal bei Team Guild News vorbei. Aber am Anfang vom Spiel... Okay, das ist ja... das Charakterdesign ist ja... Das ist schon... Okay, die Haarfarbe ist vielleicht ein bisschen too much. Die würde ich mir so wünschen wie den Rest, aber ansonsten... Junge, du hast aber richtig eine in die Fresse gekriegt, ne? Na ja, gut. Was haben wir ja noch? Da war so ein bärtiger Typ, mich gesehen. Das ist schick. Das ist schick. Hat zwar meinen Vornamen, was ich immer komisch finde, aber das ist okay. Wollen wir tragen. Wie heißt der? Irgendwas. Ja, guck mal, hier. Wir sind Brüder im Geiste. Guck da, er trägt auch Klamotten, die so ein bisschen... Weiß auch nicht so ganz, ob das so sein soll. Guck, so ist das. So ist das, ne? So muss das sein. Wie, was ist das hier? Ja, das ist... Kann man tragen, wenn man will, die gehen wir jetzt da rein. Das Charakterdesign ist genauso krass wie ein gelber Lederbeutel. Alter, ich erstelle bald einen Charakter mit dem Nachnamen gelber Lederbeutel. Das wird deine Char. Charlie gelber Lederbeutel, das ist doch mega, mega der Name. Trefft Logan im Vorhut-Hospital. Naja, vielleicht machen die auch Beschneidungen. Was ist da los? Also ja, Wassereinstimmung war ja was. Achso, wo muss ich jetzt lang? Wo ist denn das hier überhaupt? Also. Die Tür, sie ist verriegelt. Dann treten wir sie ein. Das sind ja richtig krasse Elementarmagier. Wow. Ich mach mit. Hier, Wasser. Hier, das macht ein Elementarmagier. Look at this. Hallo?
Hallo, 5. Das ist das beste Beispiel. Pass auf, das sind Kackboons. Die sind gerade frisch neu im Spiel, ne? Das ist der neueste NPC. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Der ist neu im Spiel. Der hat keinen Plan, dass er neben 1 noch andere Dinge drücken kann. Drückt auch mal andere Knöpfe im Spiel. Nicht mehr nur 1, 1, 1, 1, 1. Wir sind hier nicht bei World of Warcraft. Und da musst du später plötzlich auch eine Rotation von 36 verschiedenen Tasten kennen. Auf sie! Okay, auf sie, meine ich natürlich. Bella, Johnny, macht sie nieder. Oh, hi, großer Johnny. Meteorschauer! Wow! Ist ein bisschen viel los hier gerade. Hey, ich will den großen Johnny verhauen. Gib mir den jetzt. Schön, zack, unterbrechen. Zack, jetzt nochmal hier. So, weg damit. So viel zum kinderfreundlichen Content. Das hier ist Twitch. Das hat niemand gesagt. Seht ihr, die armen Frauen, die konnten mit so viel Kleidung am Leib doch gar nicht aus dem... Die armen Zwillinge... Welcher Entwickler hat die gemacht? Ich sag nichts. Ich sag einfach gar nichts. Ich finde, dass jetzt nicht unbedingt die beste Entwicklerentscheidung ist, zwei Zwillinge in knappen Bekleidungen vor so ein Hospital zu stellen. Und dann können wir ja mal machen, ne? In Ordnung. Ein bisschen. In Ordnung. Siegt. Okay, achso, jetzt muss die Tetrübennase da oben. Alles klar, mach mir Blatt. Genau, drückt mal was anderes als die 4 auf eurem Langbogen, Ranger. Damit würdet ihr uns allen einen großen Gefallen tun. Wenn wir Ranger spielen, drücken wir alle die 4, aber verratet das niemanden. 1, 1, 1. Gesellt euch zu den Patienten, die draußen stehen. Ah, die zwei Nackten. Oh, da ist noch eine. Oh, das sind Drillinge. Ach, Mensch. Wir haben es geschafft, Priesterin. Dieser Tapferen sei Dank. Moment, sind das jetzt die einzigen Verwundeten? Haben wir dieses Hospital jetzt gerettet wegen 3 halbnackten Drilling-Seraphen? Ey, what the hell? Die Ministerialwache kümmert sich um den Rest. Das ist Sache der Seraphen, nicht des Ministeriums. Meine Leute nehmen die Verhaftungen vor. Wie ihr wollt. Sagt mir, Logan, wie konntet ihr so schnell reagieren? Unterschätzt niemals die Seraphen, Kommandant. Hallo, ich war das. Die haben nichts mit den Seraphen zu tun. Meinen Glückwunsch zu einer endlich einmal korrekt ausgeführten Aufgabe, Thackeray. Ich liebe ihre Augenbrauen. Gut, hier sind wir fertig. Gehen wir zum Waisenhaus und sehen, was Leutnant Francis macht. Wenn es dort so ist wie hier, braucht er Hilfe. Triff ja nur 250 gelbe Lederbeutel gekauft. Und die stacken nicht. Was hast du getan? Wie außerordentlich von euch. Kann man die verschicken? Kann man die verschicken? Also ich dachte, die sind accountgebunden. Was ist das, Officer Rocky? Schwester Joy? Was ist los? Schwester Joy, heile mich von der Leidenschaft, die mich so schafft. Oh Rocky, wenn Liebe strafbar ist, sperr mich jetzt ein, ich setze die Strafe ab. Ich bin verknallt, bin am Fieber, diese Superschwester verlass ich nie wieder. Tut mir leid, ich bin alt und deswegen kenne ich noch Pokémon-Lieder, okay? Lass mich in Ruhe. Mann, Trifion, ja. Kann ja jeder einen kriegen. Im Handelsposten, der hat die Zeit. Achso, du hast im Handelsposten. Okay, das ist alles gut. Was macht mein Handy gerade? Okay, 1000 Dinge auf einmal. Was ist hier los? Sag mal, auf den Gedanken gekommen, das Waisenhaus aufzumachen, damit die Kinder rauslaufen können? Seid ihr wohl nicht, ha? Oh, das Waisenhaus wird angegriffen. Vielleicht sollten wir die Kinder rauslassen. Nein, nein, stellt Wachen vor die Tür, damit auch niemand reinkommt. Francis. Bei den Göttern schafft die Leute da weg. Das ganze Gebäude stürzt ein. Rippweisenkinder, alle tot. Tot, tot, tot. Francis, wie viele Leute waren da drin? Schwer zu sagen. Wir konnten nur ein paar davon rausholen. Tut mir leid. Ist ja auch schwer, so Kinder, ich will ne? sofort eine Liste der Toten und Verwundeten.
Wer immer das war, wird für jeden. Hätte ich das gewusst, hätte ich diese drei die Drillinge sterben lassen. Ein schwacher Trost, aber zumindest hatten wir im Hospital mehr Glück. Der Drübennase wird nie wieder jemanden wehtun. Seraphen sind so unfähig. Das reicht nicht. Die Seraphen hätten das Waisenhaus und das Hospital retten müssen. Hätten die Kinder rauslassen können. Tür werden. Auf, Kinder rennen besonders raus, sag ihnen, da drüben ist ein Lolli. Rumschnüffelt. Sie taucht an allen Tatorten auf, aber immer zu spät. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Erholt euch und dann kommt in meine Dienststube. Katze miaut. Wir müssen unsere nächsten Schritte planen. Ich will ja nur erwähnt haben, dass wir haben drei halbnackte Drillinge aus dem Hospiz gerettet und hier so, nö, Waisenkinder, nö, die verbrennen alles, okay. Das macht mich jetzt gerade ein bisschen fertig. Das wäre jetzt nicht schön. Weg, weg, weg. So. Weg damit. Weg, 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 weg. Ey, Level up. Willst du ja mal was machen können hier? Ja, guck mal. Ja, kein Wunder, dass die keine Waisenkinder retten. Die ist blind. Hey, Priesterin des Komir, kannst du uns helfen? Ja, wo ist das Waisenhaus? Bestimmt da hinten. Wasser! Ich sag nichts dazu. Unfähiger Haufen Idioten. Ja, das sag ich auch. Bin auch voll sad jetzt. Oh, wie sie guckt so. Ich bin nur von Idioten umgeben. So, was bekommen wir denn Schönes? Belohnungen Stufe 13. 5 Heldenpunkte. Thema Zustände, tägliche Erfolge und Lorbeeren. Stimmt, das müssen wir uns in Ruhe mal angucken. So. Also erstmal kriegen wir 5 Heldenpunkte. Da können wir jetzt wieder ein bisschen was skillen, wenn wir dann wollen. Ich muss mal gucken. Wahrscheinlich würde ich da bei der schwarzen Magie weitermachen, weil... Damn, I love it, I love it, I love it. Das ist für Anfänger eine super schöne Skilltree. Zustände. Jetzt erklärt uns das Spiel in der Wall of Text, die nicht mal ganz reinpasst, was Zustände sind. Das hatte ich zwar schon mal erklärt, aber ja, es ist ein wichtiger Punkt. Zustände sind negative Statuseffekte, die Spieler und Kreaturen benutzen. Dazu gehören Schadenszustände, Blutung, Brennen, Konfusion, Vergiftung und Pein. Bewegungseinschränkende Zustände, Verkrüppeln, Kühle und Immobilisieren. Schwächende Zustände, Blindheit, Schwäche, Verwundbarkeit und Langsamkeit, das, was alle Seraphen haben. Sowie kampfunfähig machende Zustände, Furcht einflößen und provozieren. Bestimmte Fertigkeiten können diese Effekte von euch und euren Verbündeten entfernen. Zum Beispiel das da, reinigendes Feuer entfernt. Zustände 3. Aber wenn ihr mehr habt, dieses Problem, die macht nur 3 weg, ja? Muss da aufpassen. Kannst du nur alle 40 Sekunden nutzen. Dafür kriegen die Gegner ordentlich brennen, was ja auch ein Zustand ist. Und brennen ist ein verdammt guter Zustand in dem Spiel. Aber die ist schwierig, muss es decken und dann muss er eine Weile halten, weil sonst ist das Brennen nämlich auch nutzlos. So, tägliche Erfolge. Tägliche Erfolge sind jetzt freigeschaltet. Schließt sie jeden Tag ab, um Boni und Belohnungen zu erhalten. Öffnet die Heldenübersicht und klickt auf die Registrierkarte Erfolge, um die heutige Aufgabe zu sehen. Ja, soll da drauf klicken? Ja, ist doch hier schon. Da, hier, Erfolge. Dailies. So. Können wir bitte gelben Lederbeutel-Merch haben? Ja, das könnte man ausprobieren. Ich weiß nicht, das könnte ein bisschen teuer werden, aber ja. Es brennt immer noch so overpowered. Es geht. Ja, es geht ein bisschen. Wie wird ausgesucht, welche Zustände entfernt werden? Ein bisschen nach der Reihenfolge, wie sie aufgetragen worden sind. Ich werde immer noch dafür, dass Sandale Sandalen droppen. Same. Welche Waffen kannst du für einen PvE-Elementarmagier empfehlen? Kommt auf deinen Spielstil an. Ich spiele Schwert-Dolch, Doppeldolch, dann ab und zu Stab. Eigentlich spiele ich... Also letztendlich ist es halt so, du hast ja keinen Waffenwechsel beim Elementarmagier. Das bedeutet, du solltest von jeder Waffenart eins im Inventar haben. Weil es gibt Momente, da ist der Fokus einfach dein Lebensretter. Da gibt es Momente, wo du mit Doppeldolch durch Gegner durchschnitzeln kannst in so einer gigantischen Geschwindigkeit, dass du sie einfach wegrasierst, wie sonst nichts Gutes. Dann gibt es Momente, da willst du einen Meteorschauer reinballern und zugucken, wie jeder einzelne Meteor mit 20.000 Schaden krittet und du denkst selber so, Apokalypse, me!
Das ist sehr unterschiedlich. Das kommt halt einfach drauf an, wo du im PvE bist, was du gerade machst. Dementsprechend sei flexibel. Leg dich nicht fest. Guild Wars 2 ist ein Spiel, da legt man sich nicht fest. Okay, da ist nicht, ich spiele das so und ich spiele das so. Du musst dich permanent anpassen. Es gibt nicht das eine Build. Okay, das gibt es nicht. Es gibt zwar Meta-Builds, aber auch die sind nicht dafür da, dass man sie komplett unflexibel vor sich wegspielt. Je nachdem, was du für Leute in der Gruppe hast, macht das ein oder andere Bild plötzlich gar keinen Sinn mehr. Ja? So schlicht und ergreifend ist das eigentlich. Jenny, das ist Blue. Dankeschön fürs Resubscriben. So. Okay. Ja, ich kaufe natürlich Sachen nur aus Kunstleder. Was ist CC? Crowd Control. CC ist letzten Endes das, was in den Zuständen gerade beschrieben worden ist, als Niederschlagseffekt, als Unterbrechungseffekt. Wir haben zum Beispiel hier die Böe. Die macht Rückschlag. Mit einem Rückschlag wird der Gegner ja richtig weggeschubst. Ja? Die Effekte, die einen zu Boden werfen, die einen mit Furcht wegfieren, die einen immobilisieren. Ganz bestimmte Effekte, die den Charakter einschränken und verlangsamen. Es gibt sogenannten Soft-CC und Hard-CC, sprich Frost. Du kannst ja immer noch angreifen, immer noch kämpfen oder du bist langsamer. Oder Verkrüppelung, du humpelst durch die Gegend. Immobilisieren, du bist gefesselt, kannst aber immer noch kämpfen. Das sind sogenannte Soft Crowd-Control-Effekte, wohingegen welche direkt wegschubsen, unterbrechen. Ja, alles, was unterbricht, dementsprechend ein HCC ist und auch ein bisschen mehr bringt. Wenn du so eine CC-Bar an einem Gegner hast, dann hast du so einen Typen hier und unten drunter ist doch so eine Leiste. Die bricht man schneller, indem man zum Beispiel sowas einsetzt wie Rückschlag von der Böe. Ne, da muss man halt drauf achten. Wenn ihr im PvE unterwegs seid, so durch Kartengebiete geht, ist es immer sinnvoll, ein Bild zu haben, das genügend CC besitzt, weil sonst wird es anstrengend. Ah, Jonathan, 15 Euro, danke schön. Danke, dass du mich auf Guild Wars 2 gebracht hast. Ich hatte noch nie so viel Spaß über eine so lange Zeit wie mit Guild Wars 2. Ich kenne es durch dein Let's Play und habe es da direkt geliebt. Ach, und danke für die tolle Unterhaltung über die Jahre hinweg. Bleib, wie du bist. I do my best, but I change every day a little bit. I go more crazy. I promise. Donation Hype. Mein Interface ein bisschen größer machen. Ja, da wir jetzt gerade wenig Erklärbär haben, ist es mehr so ein, wir genießen das Spiel und wenn es dann so richtig in Zeigen geht, mache ich es auch größer. Aber das hebe ich mir fürs Video auf, weil das ist jetzt quasi so die Vorbereitung fürs nächste Video, das nochmal so ein paar Dinge erklären soll. Ja, Dailies. Gucken wir mal, was kann ich denn an tägliche machen? Tägliche Komplementiererin, ja, da kriegt man halt auch zwei Gold. Das ist halt schon, das will man eigentlich schon gerne machen. Kaledonwald, nee, ja. Auf die Erfolge gehe ich mal gesondert an einem Video ein. Ich glaube, das ist sinnvoller. Lorbeeren sind eine Währung, die ihr als tägliche Login-Belohnung verdienen könnt. Ihr könnt sie bei einem Lorbeerkaufhändler in einer großen Stadt ausgeben. Manchmal gibt es sie auch sonst wo. Da stehen die überall rum. Das gibt es jetzt hier als Info, ist aber gerade für mich eher weniger sinnvoll, weil ich glaube, das kriegt man nur als Vollaccount, wenn ich mich richtig erinnere. Oder ich kriege ab jetzt Lorbeeren, ich bin mir nicht mehr sicher. Wie gut sind Eisbogen und Feueraxt? Es geht. Ich finde es übrigens schön, dass du einen unsichtbaren Stab hast, Mädchen. Ne? Hast du mit der Lunte vorhin ein bisschen geübt. Also das kommt drauf an. Die Beschwörungswaffen können schon sehr stark sein. Also der Blitzhammer zum Beispiel, der kann sehr viel Schaden drücken, wenn man ihn zum richtigen Zeitpunkt in seiner Rotation benutzt. Sehr schön. Durchaus auch der Erdschild als passive Fähigkeit. Sehr nett für Anfänger, einfach ein bisschen Spaß zu haben, ja. Also ich liebe ja den Blitzhammer. Ich liebe den Blitzhammer, weil der haut ordentlich rein. Ja. Dailies sind super. Damit kann man sich super viel finanzieren. Das, hör mal auf jetzt mit deinem komisch unsichtbaren Stab. Das ist gruselig. Aber ich bin ja Magier. Was soll ich denn sagen? Das ist die total tolle Outro-Musik. Das ist die total tolle Outro-Musik. Klick doch mal ein Video an und lass ein Abo da, Mann. La 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 la. Tschüss.